Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Heute habe ich euch ein Set von der Firma Wange mitgebracht, und zwar die 6226, bestehend aus 1969 Teilen Schloss Neuschwanstein. Dieses Set haben wir einem Zuschauer abgekauft, das war also gebraucht. Und er hatte es nach ein paar Schritten aber aufgegeben mit diesem Set. Und warum das so ist und warum wir das vielleicht sogar nachvollziehen können, wollen wir uns in diesem Video einmal ansehen. Da wir aber hier ein klassisches Review haben, fangen wir wieder an bei der Verpackung. Und damit dieses große Stück überhaupt jetzt hier erstmal ins Bild vollständig passt, packe ich wieder um und wir arbeiten wieder mit ein paar Schnitten. Bei diesem Karton gibt es einige Überraschungen. Zunächst einmal ist das vom Design her ein sehr typischer Karton für die Firma Wange. Vorne drauf das Set super klar und eindeutig zu erkennen. An der Seite in grau hinterlegt, besser gesagt als Schwarz-Weiß-Aufnahme, das Original, nachdem es entstanden ist, abgebildet. Ansonsten der Hintergrund weiß, oben das Logo. Was alles nicht angesprochen werden soll, also zum Beispiel die Thinking Ability, die Observation Ability, also was man theoretisch alles mit diesem Set fördern könnte. Altersangabe 6+, Teilenummer, Teileanzahl. Und dann geht auf dieser Front schon die Merkwürdigkeit los. Wir wissen ja nun schon, Wange als asiatischer Hersteller hat es nicht ganz so mit anderen Sprachen. Jetzt steht hier Neuschwanstein Castle, soweit so gut. El Castillo del Neuschwanstein, fand ich schon spannend, okay. Dann in Englisch Southern Bavarian Germany, also südliches bayerisch Deutschland. Okay, gut, ist irritierend, aber noch nicht schlimm. Was ich jetzt aus der Tatsache heraus, dass ich eigentlich sehr gerne hier wohne, aber schlimm finde. Als ich das letzte Mal geguckt habe, war unsere Landesflagge schwarz-rot-gold und nicht gold-rot-schwarz. Jetzt ehrlich, sie haben die deutsche Flagge verkehrt rum drauf gedruckt. Also das, boah, das finde ich jetzt echt nicht gut. Das finde ich wirklich nicht gut. Was an der Anleitung auch, ach Quatsch, an der Anleitung, was am Karton auch echt irritierend ist, sind die Hinweise auf der Unterseite. Also zunächst einmal steht hier, dass das passende Alter 73 Monate und mehr wäre. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass eine solche Angabe in Monaten erfolgt. Das sind 6 Jahre und ein Monat. Und dann steht hier unten als Hinweis, dass es sinnvoll wäre, in diesem Set einen kleinen Hammer zu benutzen, um die Steine aufeinander zu setzen. Tut es nicht. Das Wange. Dieses Set ist exorbitant viel Wangsche Hohlbautechnik. Benutzt hier keinen Hammer. Das ist irre. Und der QR-Code hier unten bringt uns zu einer Seite, bei der Schloss Neuschwanstein nochmal beschrieben ist, auf Englisch und auf Chinesisch. Die Texte darin sind typisch Wikipedia Copy-Paste, also da ist nichts in irgendeiner Form Überraschendes dabei. Aber die Anleitung, aber der Karton, wieso sage ich denn immer Anleitung? Aber der Karton hier hatte dann schon einige Punkte, bei denen ich eben sage, boah, muss das sein? Und ehrlich gesagt, das mit der Flagge hat mich echt genervt. Also jetzt nicht mal irgendwie aus sowas wie Nationalstolz oder so, aber also eine Landesflagge richtig rumdrucken, das ist jetzt schon... Naja, er hat auch wieder einen Griff. Ich weiß, Griffe sind ein streitiger Punkt. Als Händler, der auch häufiger mal größere Sets aus Regalen nimmt, denn diese kaufen wir ja auch zumeist neu. Und wenn wir sie wieder verkaufen, weil wir sie dann doch mal gebraucht bekommen, stellen wir die auch aufs Regal. Und dann finde ich es sehr praktisch, die an einem Griff runterzuheben. Zumal je nachdem nach Größe des Sets das Ganze auch recht schwer ist. Vor allen Dingen, wenn man es dann von oben runternimmt. Deshalb finde ich die persönlich ganz praktisch. Aber sie sind auch wieder aus Kunststoff. Und da ist dann die Frage in sich, die ich einmal Kunststoff in der Verpackung, muss das sein an der Stelle? Kann man strittig sehen. Aber so viel zur Verpackung. Die Anleitung ist hier in dem Fall ein ziemlich dickes Buch.
Und wir haben eine Menge Bauschritte. Die Anleitung ist Medium. Also sie hat erstmal eine Menge Vorteile überhaupt. Zum einen sind in der Anleitung wieder, wie wir das häufig schon bei Wange erlebt haben, Bilder des originalen Bauwerkes. Wir haben wieder Infomaterial drin, auf Englisch natürlich. Die Beiträge, Wikipedia, Copy und Paste, hatten wir hier auf dem Kanal schon öfter. Ist auch nicht unbedingt alles hundertprozentig richtig, was da drin steht. Dann gibt es hier eine Seite, auf der Designmerkmale vorgestellt sind. Ich habe keine Ahnung, warum da der Sinussatz abgebildet ist und der Satz des Pythagoras im Hintergrund, aber ja, gut, kann man machen. Ist jetzt auch nichts Schlimmes. Was ich sehr schön finde, dass es eine extra Seite gibt, bei der Wange die Special Parts vorstellt. Denn das ist etwas, was Wange in meinen Augen sehr auszeichnet, dass sie tatsächlich eigene Steine entwickeln, die es auch so bei keinem anderen Hersteller gibt. Das gefällt mir auch sehr gut und das macht hier einige Designelemente überhaupt erst möglich. Und das ist eine tolle Sache. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es gibt eine Farbübersicht, die genauen Angaben, wie groß dieses Modell hinterher wird. Das ist auch schon auf dem Karton vermerkt. Tipps und Tricks zum Teiletrenner, genau wie wir es bei Lego kennen, auch der Hinweis vorsortieren. Wir haben eine Vergleichsgröße zu Achsen. Das ist die Standardseite, in dem Set gibt es keine Achsen. Und wir haben eine Teileliste drin. Und diese Teileliste ist wirklich sehr übersichtlich gehalten. Wir sehen auch schon darin direkt, es gibt wenig Farben, die hier verbaut werden. Und dann geht es auch schon locker flockig los mit dem Bau. Es ist immer erst ein Übersichtbild, wie es aussehen muss, nachdem die erste Tüte vollständig verbaut wurde. Und dann geht es auch direkt los. Die Anleitung an sich ist nicht schlecht. Wange arbeitet mit der Methode, dass ausgegraut wird, was schon verbaut wurde. Hat den Nachteil, dass sie hier das nicht nur verblassen, sondern wirklich, ich würde sagen, die ehemaligen Teile aus dem Bauschritt davor sind hier regelrecht weiß dargestellt. Und jetzt sieht man an diesem Set, dass es sehr viel Weiß enthält, weshalb es an einigen Stellen schwierig ist, zu unterscheiden, ist das jetzt ein neuer Stein, der aufgestellt werden sollte, oder ist das einer von den vorherigen Steinen. Nicht ganz einfach an allen Ecken. Und was auch schwierig ist, dadurch, dass Wange wenig dreht, also wenig mal eine Ansicht verändert oder mal aus einer anderen Perspektive zeigt, gibt es gerade bei der Unterkonstruktion des Felsens, also alles, was ihr hier jetzt in Grün seht, häufiger das Problem, dass man sich super schnell mit dem Abstand verzählt und dann haut es nicht mehr hin und man merkt es häufig erst viele, viele Bauschritte später. Ich habe den Unterbau in einem Stream aufgebaut, das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich habe mich zigmal verzählt, also dann immer wieder zurückgebaut und dann zu gucken, weil man es sehr, sehr schlecht erkennen kann. Also an der Anleitung hier gibt es durchaus etliche Ecken, bei denen da Verbesserungspotenzial ist. Und das ist hauptsächlich wirklich ab und zu mal was drehen, vielleicht mal eine kleine Vergrößerung zeigen. Wäre wirklich toll. Und vor allen Dingen das Englisch überarbeiten. Etwas, was mich aber enorm gefreut hat, und da muss ich ehrlich sagen, dass ich das wirklich schön finde, man hat diesen Rechtschreibfehler korrigiert. Und zwar unten, hier steht jetzt Tower Bridge of London und nicht mehr of Lodon. Das hatte ich mich ja doch sehr köstlich drüber amüsiert, als ich die vorgestellt habe hier auf dem Kanal. Tower Bridge of Lodon. Und einige schrieben ja schon, ich wollte dich eigentlich auf den Rechtschreibfehler hinweisen. Aber nein, das Set hieß so und hier drin wurde es mittlerweile korrigiert. Das ist wirklich gut, das ist echt schön. Gefällt mir an sich sehr. Abgesehen von dem Perspektivenproblem lässt es sich von der Steinemenge her hiermit gut bauen. Die Bindung ist auch wirklich in Ordnung, ist eine Leimbindung, ist ein sehr, sehr stabiles Papier, auf dem hier gedruckt wurde. Das ist auch kein dünnes Papier, sondern das ist wirklich sehr haltbar. Also die Anleitung ist echt hochwertig. Zum Set gibt es einiges vorab zu sagen. Zum einen, es gibt eine Menge Ersatzteile dabei. Das ist bei Wange häufig der Fall und etwas, was ich auch sehr begrüße, gerade da Wange viele kleine Designelemente benutzt, die
für sie sehr speziell sind. Und auch diese sind hier dabei, so dass wenn zum Beispiel hier ein Türmchen verloren geht, die Spitze, dann hat man das nochmal als Ersatz. Das ist ziemlich gut, denn die gibt es einfach nirgendwo sonst. Also davon hat man hier mehr als genug. Wenn die Anleitung aufgeschlagen wird, fällt einem hier aber etwas entgegen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, das habe ich bei Wange zum allerersten Mal gehabt. Sticker. Nun habe ich von Wange bisher aber auch nur die Architektursets gebaut. Deshalb kann ich nicht beurteilen, ob bei den Fahrzeugen, die sie zum Beispiel rausbringen, oder bei anderen Modellen da Sticker dabei sind. Bei den Architektursets, die wir bisher hatten, war das nicht ein einziges Mal der Fall. Was ich an den Stickern besonders ungünstig finde, ist, dass die zwar mehrfarbig sind, die machen auch einen sehr guten Eindruck, die sollen aber im Nachgang hier hingeklebt werden und alles andere an diesem Set ist aber gedruckt. Das heißt, alle Fenster, die hier angebracht sind, alle Kleinstelemente, die nicht dargestellt wurden durch Steine, sind gedruckt. Außer an dieser Stelle, da wird mit Stickern gearbeitet. Ich vermute, dass es daran liegt, dass die Sticker mehrfarbig sind und die Drucke hier im Wesentlichen schwarz mit weißen oder gelben Umrandungen und daher von den Farben eher nicht sehr intensiv sind. Und je mehr Farben ein Druck verwendet, desto teurer wird er natürlich. Aber das ist sehr schade, zumal Wange ja schon häufiger bewiesen hat, dass sie wirklich tolle Drucke machen können. Sei es beim Brandenburger Tor oder bei der Saint-Basile-Kathedrale. Und deshalb hat mich das hier wirklich sehr, sehr enttäuscht. Und deshalb haben wir die auch nicht aufgebracht. Aber kommen wir zum Set. Das Set erstmal ist vor allen Dingen groß. Also ihr seht es hier vor mir stehen, ich kann das noch ein Stückchen näher ranziehen, dann seht ihr es vielleicht noch ein bisschen besser. Das hat auch ein ziemliches Gewicht hinterher. Bei fast 2000 Steinen darf das auch erwartet werden. Was aber auf den ersten Blick mich wirklich an diesem Set stört, ist die Farbgebung. Das grelle Gelb, das grelle Rot. Ich habe mich auch gefragt, warum man diese Türme überhaupt gelb gemacht hat. In meinen Augen passt die farbliche Gestaltung hier nicht. Könnt ihr mir gerne mal einen Kommentar schreiben, wie seht ihr das? Also nicht nur ich, wir tun uns mit dieser farblichen Gestaltung hier wirklich schwer. Was ich richtig schön finde, sind die dunkelblauen Dächer. Die in Kombination mit dem Weiß, die sehen nämlich echt schick aus. Und die Teile hier sind auch wirklich gut. Bei den glatten Teilen, bei den großen Fliesen, die hier verbaut wurden, haben wir keine größeren und schlimmeren Macken. Also alles in einem Bereich, der relativ typisch ist. Auch diese häufig vorkommenden Spinnenwebenkratzer haben wir hier nicht. Und das ist in einer sehr, sehr guten Qualität, was die Steine betrifft. Wenn wir an den Punkt Bauspaß denken, dann kommt dieses Set aber relativ schnell an Grenzen. Und zwar ist dieses Set typisch Wange hohl. Der ganze Unterbau ist hohl und er hat an einigen wenigen Stellen Stützstreben. Diese Stützstreben haben aber den ganz enormen Nachteil, dass es zu wenige sind. Und wenn wir jetzt an den Hinweis auf dem Karton, dass man einen Hammer benutzen soll, denken und man nach unten eigentlich keine Verstrebung hat, während man von oben Platten draufsetzen muss, dann kann sich nun, glaube ich, jeder, der ein paar Klemmbausteinmodelle gebaut hat, ausmalen, was passiert, wenn man dann mit dem Hammer draufhaut. Was wieder ein sehr typisches Wange-Problem ist, ist, dass nicht alle Elemente auch wirklich mal miteinander verstrebt sind. An einigen Stellen geht das auch nicht gut. Was sie formidabel gut hinbekommen haben, ist der schräge Winkel dieses Gebäudes. Also das hier ist nicht in einer geraden Linie gebaut, sondern der hintere Teil hat so einen leichten Knick zur Seite. Und den haben sie wirklich super umgesetzt. Das ist auch gar nicht so einfach zu bauen mit Klemmbausteinen, wenn man jetzt nicht gerade, wie hier, eine vorgefertigte Anleitung hat. Also das ist wirklich eine echt gute Sache. Aber in sich, zum Beispiel hier der Turm mit der Mauer, da sind relativ wenig Querverbindungen dabei. Das ist wieder ein sehr typisches Problem für Wange. Das hat allerdings zur Folge, dass das Ganze die Stabilität nicht unbedingt fördert.
oder hier an dieser Stelle, hier werden einfach Brick auf Brick auf Brick übereinander gesetzt, mehrere Bricks hoch, nicht miteinander verbunden mit der restlichen Mauer, weshalb das Ganze nicht sonderlich stabil ist und am Ende erst durch die Slope gehalten wird, die oben drauf sitzt. Also dieses Set hat wirklich alle typischen Wange-Probleme, die wir auf dem Kanal bisher bei verschiedenen Sets hatten, in sich vereint. Eine Anleitung, die man in einigen Teilen schlecht erkennen kann, diese Hohlbaukonstruktion und dadurch natürlich dann aber auch echte Probleme, die Steine stabil aufeinander zu setzen und auch so zusammenzudrücken, dass sie dann am Ende wirklich gut halten. Das ist echt ein Problem. Was ich auch putzig finde, ist das Schild. Also Wange arbeitet ja immer damit, dass sie kleine Schilder dazu setzen. Finde ich im Prinzip auch ganz cool. Hier ist wieder ein QR-Code mit drauf. Kommt man bei Wange wieder auf die Seite, bei der sie zusätzliche Infos geben. Das finde ich an sich bei solchen Modellen super cool. Also gerade so ein QR-Code mit weiteren Infos, wenn man mehrere davon hat und man hat wirklich mal Gäste, die, oh, was ist das eigentlich? Und man möchte sie nicht selber großartig erzählen. Scannt man mal den Code und man erhält weitere Informationen. Das ist eine coole Sache. Aber das hier steht Neusch Wandstein, Castle of Bavarian und nicht of Bavaria, was ja richtig wäre. Mit der Trennung, das ist in Kombination mit der verkehrt rum gedruckten Flagge und den schon vorhandenen Fehlern auf der Verpackung, zieht sich das leider durch. Und das zieht sich auch bei Wange durch. Generell bei allen Sets. Und da muss ich auch sagen, Leute, Wange ist jetzt kein kleiner Konzern. Die könnten problemlos jemanden einstellen, der Englisch spricht und dann sowas an der Stelle mal überarbeitet. Also gerade Verpackungsdesign, das ist ja das A und O der Werbung, also gerade bei solchen Firmen. Die Qualität der Steine ist an sich, wie gesagt, sehr gut. Die vorhandenen Prints hier zum Beispiel bei den Fenstern, das Wappen hier vorne, die sind sehr gut gemacht, die sind super ausgerichtet. Bis auf 1, 2 sind die auch alle wirklich zentriert, mittig, da ist nichts verzogen, nichts verschmiert in irgendeiner Form. An dieser Reihe hier sieht man es leider, dass aber nicht alle hundertprozentig in der Mitte sind, weshalb die Fenster nicht gerade in einer Linie ausgerichtet sind, sondern so einen Schwung in der Mitte machen. Könnte man eventuell vermeiden, indem man alle einmal zwei Bricks, die mit Fenstern bedruckt sind, sich hinlegt, vergleicht und schaut, welche davon sind am nächsten mittig und dann die für diese Reihe nimmt. Da wir das beim Aufbau vorher einfach nicht bemerkt haben, haben wir darauf auch nicht so geachtet, weshalb wir jetzt hier diesen Schwung drauf haben. Die Fenster auf den roten Stein, die sind in großen Teilen wirklich sehr, sehr gut zentriert, vor allen Dingen dann, wenn der Print etwas größer war. Aber auch da gibt es leider wieder Fenster, die alles andere sind als in der Mitte. Das ist in meinen Augen ein Qualitätsmanko beim Druck. Denn eine Maschine so einzustellen, dass sie auf einem Stein, der immer gleich liegt, immer in exakt der gleichen Stelle den Druck aufsetzt, sollte eigentlich möglich sein. Vor allen Dingen bei einer Firma wie Wange, die nun auch nicht erst seit 2 Jahren im Druckgeschäft drin ist. Wenn der Unterbau erstmal steht, also wenn man sich wirklich bis dahin gequält hat, dass die Häuser oben drauf gesetzt werden können und die Türme, dann geht es gut. Dann hat man aber auch Bereiche, wo wirklich Wände gebaut werden, wo auch viele Bricks aufeinander kommen, wo Sachen auch massiv gebaut werden. Aber bis dahin kann ich verstehen, wenn hier Baumeister echt die Nerven verlieren und sagen, boah, das ist nichts für mich. Ich gebe auch ehrlich zu, dass ich den Großteil des Untergrund hatte ich gebaut und dann habe ich auch erstmal gesagt, so, jetzt reicht es mir ab in die Ecke damit. Das kann ich jetzt nicht weiterbauen, das macht mich irre. Einfach weil dauernd irgendwo was zusammengebrochen ist, wenn man diese Plates aufeinander gedrückt hat. Die hier dargestellten Sonderteile, wie hier die Spitze von dem Turm, die Kränze der Türme, die finde ich wirklich schön, die sind schön dargestellt. Auch das Bauelement hier auf der Innenseite des Tores mit den Bars, die hier eine Verzierung darstellen, finde ich echt schön gemacht. Die kleinen Bäume, die hier angedeutet sind, in meinen Augen allerdings viel zu wenig. Es sind 4 an der Zahl, hier, hier und auf dieser Seite hier sind noch 2, sind auch eine niedliche Sache.
Was ich wieder sehr schade finde, was aber typisch bei Wange ist, ist, dass die Plate nicht gestaltet ist. Bei einigen der neueren Sets gehen sie da scheinbar mittlerweile andere Wege, finde ich top. Und die komplett überflüssigen Ketten, aber die kann man in jedem Wange-Set irgendwie kritisieren. Man reißt sie einfach auch dauernd ab. Ja, so viel zu Neuschwanstein. Ich fasse nochmal zusammen. Also, wir haben eine zum Teil sehr instabile und auch nicht ganz einfache Konstruktion. Das heißt, von der Bauart her ist dieses Set nicht unanspruchsvoll. Also es ist schon eher für Fortgeschrittene geeignet. Ein Einsteiger würde ich dieses Set nicht empfehlen, da es doch viel Frustrationspotenzial enthält, insbesondere dann, wenn der Unterbau mal wieder zusammenbricht an irgendeiner Stelle. Für Leute, die sich das hinstellen möchten, weil sie Neuschwanstein-Teufeln und ein Andenken haben, finde ich persönlich die Farbwahl nicht getroffen. Da würde mich wirklich eure Meinung interessieren. Vor allen Dingen diejenigen, die vielleicht schon mal bei Neuschwanstein waren und das an der Stelle ein bisschen besser beurteilen können noch als ich. Ich kenne Neuschwanstein nur aus Filmen und von Fotos. Ich war da noch nie. Die Drucke sind so lala, einige sind super, super gut, aber die Fenster sind nicht alle wirklich zentriert. Wir haben Top-Design-Elemente, die eigenständig entwickelt sind von Wange und die wirklich schön sind. Grenze, Turmspitzen, ich hatte es erwähnt. Und die Steine haben an sich eine sehr gute Qualität, eine hohe Klemmkraft. Wir haben ganz wenige Kratzer und wir haben wirklich schöne Elemente. Ich mag auch hier diese Zäune, die hier angedeutet werden, diese Gitter. Finde ich wirklich schön. Aber im Gesamten ist das hier ein Set in der Kategorie, naja, so lala. Irgendwie gut gemeint, aber nicht so ganz konsequent zu Ende gedacht. Auch, dass der Innenhof komplett in Weiß gefliest ist. Und ich zeige euch das, ich gebe das nochmal vorsichtig an. Und der Baum steht auf einer gelben Plate. Also die Farbwahl ist hier echt der Griff ins Klo. Ich weiß nicht, warum Wange das gemacht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Innenhof weiß ist, weil in der Anleitung auch einige Bilder abgebildet sind von Neuschwanstein im Winter und dann liegt da natürlich Schnee. Das wäre für mich noch ein Zusammenhang, den ich nachvollziehen kann, aber rein weiß, nicht so richtig. Tja, was haltet ihr davon? Wenn ihr euch dieses Set selbst einmal ansehen wollen möchtet und auch kein Problem damit habt, das gebraucht zu kaufen, ihr könnt es bei uns bekommen. Wir verkaufen unseres weiter, da das einfach nicht in unsere Sammlung passt. Das war aber eine sehr interessante Erfahrung, es aufzubauen. Meldet euch dazu gerne und ansonsten schreibt uns, was ihr davon haltet, wenn ihr es gebaut habt. Wie war euer Bauerlebnis? Das unterscheidet sich ja durchaus auch von unserer Meinung zu diesem Set und da sind wir immer sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ansonsten wünsche ich euch, bis wir uns das nächste Mal sehen, eine tolle Zeit. Baut etwas Schönes. Baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch hinterher nicht von irgendjemandem sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis wir uns lesen, lebt lang und in Frieden.